Abgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Moin Moin Jens, ich hab gerade dein Video Groß-Tartarien. Nee, Tartaria, so hat die Technik vor 300 Jahren wirklich funktioniert. Interessanterweise habe ich das vor Jahren auch schon mal recherchiert, weil das Thema gab es auch schon mal mit diesen ominösen Heizungsapparaten, die keinen Ofenrohr haben, sage ich jetzt mal. Das hat der eine oder andere bestimmt auch schon mal gehört. Interessanterweise, ich habe damals das viel einfacher gefunden. Also Jens, sorry für den Kommentar, dass man das in 5 Minuten findet. Das ist nicht der Fall. Man muss tatsächlich eine halbe bis Stunde suchen, wenn man schon weiß, was man sucht. Also für jemanden, der das nicht weiß, unmöglich, beziehungsweise ganz schönes Abenteuer. Und zwar ist der Suchbegriff X-Radium. Ich habe da jetzt mal ein bisschen gesucht etc. Ich zeige euch jetzt nicht allzu viel, weil das, was ich damals gelesen habe, gibt es schon nicht mehr. Also das ist jetzt hier so der Name X-Radium Heater oder einfach mal X-Radium eingeben. Und dann findet ihr auch die Sachen, die, sage ich mal, richtig sind oder etc. Also, dass es halt Heizsysteme gab mit Radium, wie es auch damals, die Ziffernblätter halt mit Radium, die haben Zahnpasta gemacht, die haben hier, heute gibt es noch Heilwasser-Radium und so. Also gerade in Bad Elster und Bad Brambach, das ist ja nicht weit weg von mir. Und wie gesagt, wenn ihr euch das mal angucken wollt, X-Radium-Heater, da gibt es dann auch. Also ich habe hier noch einen Blog gefunden. Ne, ich glaube, das ist ja Hanebu, das ist ein bisschen verschwörungsmäßig, aber hier sind echt gute Infos drin. Ne? Genau, hier habe ich das her, X-Radium. Genau, hier ist das nochmal. Nordle bewarb seine X-Radium-Heizung als beste und neueste Heizungstechnologie. Ja, also ich würde mal sagen, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht wahrscheinlich beim Zerfall, so ähnlich wie bei radioaktiven Stoffen, da entsteht ja auch Wärme. Radium ist ja hoch radioaktiv, sagen wir mal, also keine Ahnung, eine andere Theorie wäre noch katalytisch, keine Ahnung, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare hauen, vielleicht weiß es ja auch einer, wie man mit Radon Wärme erzeugen kann. Ich habe jetzt nur aus DDR-Zeiten diesen Katalytofen gefunden, ne, den kennt ihr ja auch, beziehungsweise, wartet mal kurz, ich suche euch noch was raus, Kemab. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Liebe Grüße an der Stelle. Und zwar hat er schon vor 8 Jahren Katalysator, Standheizung, HHO, also HHO, Wasserstoff. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich hatte das damals gefunden, hat mich ziemlich verärgert damals schon, dass alle hier, oh, und freie Energie und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Und am Ende ist es eine Radonheizung, weißt du, und ja. Haut mal in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Und wie gesagt, vielleicht weiß der ein oder andere ja sogar, wie es wirklich funktioniert hat. Tschüssi!